ist der Uhu Omeluk. Das Wort Uhu fängt mit U an. Hier siehst du das große U. Es sieht wie ein Hufeisen aus. In Omeluks Name steckt aber auch das kleine U. Das siehst du hier. Oh, das sieht auch aus wie ein Hufeisen, aber am rechten Rand ist noch einmal ein kleiner Strich nach unten. Omeluk ist ganz stolz auf das große und das kleine U in seinem Namen. Hier kommen ein paar Wörter, bei denen du das U am Anfang hörst. Sprich mir nach. UFO. Uhr. Unterricht. Umschlag. Wenn du auf die Wörter schaust, siehst du das U ganz gut. Ich lasse es gelb leuchten. Sprich gleich mit. UFO. Uhr. Unterricht. Umschlag. Das U hörst du manchmal auch in der Mitte. Dort wird es immer klein geschrieben. Sprich mir nach. Mund. Schuhe. Lupe. Kurve. Wenn du auf die Wörter schaust, siehst du das kleine U wieder ganz gut. Ich lasse es gelb leuchten. Sprich gleich mit. Mund. Schuhe. Lupe. Kurve. Manchmal hörst du das U auch ganz am Schluss. Dort wird es immer klein geschrieben. Sprich mir nach. Tiramisu. Kakadu. Gnu. Ich lasse das kleine U wieder gelb leuchten. Sprich gleich mit. Tiramisu, Kakadu, Gnu. Ui, das war ganz schön anstrengend für Omeluk. Seht nur, wie ihm die Augen zufallen. Kein Wunder, tagsüber schläft er ja eigentlich. Jetzt hat er sich eine Pause verdient. Und du natürlich auch.